Im Alltagswahnsinn tut es mir manchmal gut, einfach die Tür zuzumachen. Nichts mehr hören, nichts mehr sehen, durchatmen. Wenn es mir besser geht, mache ich die Tür wieder auf und es geht weiter im Alltag. Für andere ist das ein Problem. Sie bekommen die Tür nicht wieder auf. Sie machen die Tür aus Angst zu und schließen sich so fest ein, dass niemand sie erreicht und dass sie es irgendwann nicht mehr schaffen, selber die Tür zu öffnen und hinauszutreten ins Leben. In dieser Gefahr waren auch die Jünger Jesu. Nach dem Tod ihres Herrn wurde den Jüngern klar, wie gefährdet auch ihr eigenes Leben war. Aus lauter Angst verbarrikadierten sie sich in einem Haus. Tür zu. Sie wollten nicht, dass jemand die Tür öffnet, dass jemand durchdringt zu ihnen. Aber genau das tut Jesus als Auferstandener. Er tut es auf seine Weise. Er klopft nicht, er hämmert und tritt auch nicht gegen die Tür. Er öffnet die Tür noch nicht einmal. Er ist einfach da, im Zentrum dieser bedrückten Gemeinschaft und sagt: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Für Jesus ist Angst kein Hindernis. Perspektivlosigkeit kann Jesus nicht davon abhalten, Menschen den Frieden zuzusprechen. Nach der Begegnung mit Jesus schaffen es die mutlosen Jünger, die Tür ihres verbarrikadierten Hauses wieder zu öffnen. Sie wissen nun, sie sind, ihrer Angst zum Trotz, Gesandte des Herrn. Und auf sie wartet die Welt.